Gehen wir gleich weiter, jetzt machen wir das neue Stück, das ich gestern geschrieben habe, das Ding da, wie heißt denn gleich das, Ja, die Hoffmannstropfen oder so ähnlich. Ja, Hoffmannserzählungen. So. Ja, ja, ich weiß schon, also, Hoffmannserzählungen. Ja, das haben wir aber noch nie geprobt, gleich ohne Probe. Na, da braucht man doch keine Probe dazu, das muss man wegspielen können. Das kann man wohl verlangen. Ja, wenn aber in den Noten ein Fehler ist, dann spielen wir einen Fehler auch mit. Kümmern Sie sich um andere Sachen, da ist kein Fehler drin. Die Noten habe ich selbst geschrieben. Ja, darum meine ich ja. Ja, uns ist es egal, wir spielen das, was da steht. Ganz richtig, Sie brauchen nicht weniger spielen und auch nicht mehr. Ja, mehr auf keinen Fall. Ja, das sind wir schon gewinnt. So, also, recht zart, meine Herren, mit Gefühl. Was ist denn das, meine Herren? Warum wird denn jetzt da nicht weitergegangen? Wir können nicht weiterspielen, ist ja ein Wiederholungszeichen beim vierten Takt. Ach, Unsinn! Da gibt es doch kein Wiederholungszeichen. Ja, Wiederholungszeichen heißt von vorn anfangen. Ja, so gescheit bin ich auch. Es geht immer wieder von vorn an. Da gibt es kein Wiederholungszeichen. Wo ist dein Wiederholungszeichen? Ja, habt ihr auch ein Wiederholungszeichen? Dummes Geschwätz. Gibt's kein... Bei mir ist eins da. Ruhe. Wo ist dein Wiederholungszeichen? Ja. Die könnten ja gleich stundenlang sofort spielen. Ja, ja. Jahrelang geht es so weiter. Es geht immer im Kreis herum. Wo ist dein Wiederholungszeichen? Wo? Da, ra, 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 ra. Geht's mal weg, sag ich. Immer deuter da her jetzt. No. Sie? Jetzt schauen wir. No. Ja, haben Sie schon sowas erlebt, meine Herren? Eine solche Unverschämtheit. Noch einmal! Au! Verschämter Kerl, verschämter. Ich habe ja gleich gesagt, wir spielen das, was da steht. Ruhe! Kein Wort mehr. Jetzt machen wir die Dichter- und Bauerouvertüre. Die können wir nicht machen, weil der... Weil der Pauker, der Paukist nicht da ist. Ja, ja, da brauche ich Sie nicht dazu. Da sehe ich selbst, dass der nicht da ist. Nein, der ist nicht da. Ja, ist er recht. Da sehe ich ja, dass er nicht da ist. Wenn er nicht da ist, der ist nicht da heute. Ja, hören denn Sie schlecht? Ich sag doch eben, da sehe ich selbst, dass er nicht da ist. Ja, wie kann man denn einen sehen, wenn er nicht da ist? Ja, wer sieht ihn denn eigentlich? Sie? Ich habe ausdrücklich gesagt, ich sehe, dass er nicht da ist. Ich kann ihn doch nicht sehen, wenn er nicht da ist. Das mein doch ich. Na, also. Oder sehen Sie? Wenn er nicht da ist, kann ich ihn nicht sehen. Ich sehe ihn erst, wenn er käme. Wenn er käme, ja, der kommt nicht heute. Der hat heute Ausgang. Darum müssen Sie trommeln. Stimmen Sie mal Ihre Pauke. Geben Sie mir einen Ton an, da hinten. Wo? Der da hinten, meine ich. L. No. Was ist denn? Was hat denn die Pauke für einen Ton? Einen scheußlichen, wie ein Kanapé. Ja, wie kommt das? Ich weiß nicht. Haben Sie ein Loch eingeschlagen ins Fell, ja? Nein. Ich hab's genau gestimmt bei den Flügelschrauben, aber... Ja, so kann... Das müssen Sie doch hören, sowas. So kann man es nicht brauchen. Vielleicht ist das schuld, weil die... Weil der Cennelle drauf liegt. Wo liegt was? Wo? Oh. Ja, natürlich. Ja? So eine Kleinigkeit, was das ausmacht. Ja, jetzt ist besser. So. Also. Sind Ihre Noten? Zählen Sie mal gut mit. Und hauen Sie mir ja nicht zu früh hinein.
Am Anfang haben Sie 8 Takt Pause. 8 Takt? 8 Takt, habe ich gesagt. Takt? Der möchte 8 Takt Pause machen. Ja, das wäre aber allein nicht machen können, das ganze Geschirr da. Nur keine Ausreden, das kann man alles machen, wenn man den guten Willen hat dazu. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, wie man hat schon. Ja, hoffentlich haben Sie. Sie hat Ihnen der Maxl das erzählt von dem Zufall, wo wir erlebt haben. Wir haben einen großartigen Zufall erlebt. Wir sind gestern in der Bahnhofstraße gegangen, Mittag um 1 Uhr. Und da sprechen wir gerade irgendwas von einem Radfahrer. Im selben Moment kommt einer auf der Straße dahergefahren. Zufall. Ja. Zufall. Was? Kismet. Was Zufall? Ich sag, früher haben wir immer gesagt, wenn man einen Teufel nimmt, kommt der Grimm. Da war es genauso mit dem Radfahrer. Ja, aber was war denn mit dem Radfahrer was? Wir reden von einem Radfahrer, ein Radfahrer kommt. Ja, aber was hat denn der getan, der Radfahrer? Hat er was gesagt zu euch? Ich sag ja nur vom Zufall, ne? Nein, aber was hat er denn gemacht, der Radfahrer? Nichts weitergefahren ist er wieder. Dann ist es doch kein Zufall. Das ist schon ein Zufall. Wo ist denn dieser Zufall, wenn in einer solch verkehrsreichen Straße ein Radfahrer daherkommt? Da kommen doch im Tag ein paar tausend Radfahrer daher. Tausend? Einer ist gekommen. Naja, auf da, da wär's doch kein Zufall, wenn wir von einem reden und kommen tausend daher. Nicht einmal zwei, wenn kommen, ist ein Zufall, außerdem wir reden von zwei. Auf einmal kommen es freilich nicht daher, die tausend Radfahrer, das habe ich auch gar nicht behauptet. Aber so nach und nach, alle Meter, alle Sekunde, jeden Moment kommt doch wieder ein anderer Radfahrer. Ja, schon, aber nicht, wie man davon redet. Ach, das war doch der Zufall. Das ist kein Zufall, der wäre doch so auch dahergekommen, der Radfahrer, wenn sie auch nicht gesprochen hätten davon. Das weiß ich nicht. Schon ein Zufall. Ja, das ist kein Sie Zufall. Haben, Sie haben eigene Weltanschauung. Also. Ja. Da hätten Sie von ganz was anderem reden müssen, wenn das ein Zufall sein soll. Von was Seltenerem, von was Interessanterem. Ja, wenn Sie statt von dem Radfahrer von einem Ding, von einem Flieger gesprochen hätten. Das wäre was? Von einem Flieger, sage ich. Von einem Flieger haben wir kein Wort gesprochen. Ja, das weiß ich doch. Keine Silbe haben wir von einem Flieger. Das weiß ich ja. Das wissen Sie nicht, weil Sie nicht dabei waren. Aber erzählt haben Sie es doch jetzt. Haben wir was von einem Flieger gesprochen? Das weiß ich. Ich meine doch nur, wenn Sie von einem Flieger gesprochen hätten und sagen wir im selben Moment, wäre da oben einer dahergekommen. Aufgeschaut haben wir gar nicht. Wir sind nur so auf der Straße dahin. Sie verstehen. Sie mich nicht. Ich will nur so begriffsstützig sein. Sie sind begriffsstützig. Genauso gut, wie Sie von dem saudummen Radfahrer gesprochen haben, genauso gut hätten Sie doch auch von einem Flieger sprechen können. Wieso? Wie kann ich... Was, wieso? Da haben Sie gar nichts zu sagen. Wie kann ich von einem Flieger reden, wenn ich von einem Radfahrer rede? Erklären Sie mir das. Ja, haben Sie noch nie, solange Sie leben, von einem Flieger gesprochen? Schon oft, aber da haben wir von einem Radfahrer geredet. Ach, reden Sie von was Sie wollen. Erzählen Sie mir das. Da brauchen wir nicht mehr aufregen. Dummer auch, und morgen gehen wir wieder spazieren und morgen reden wir von einem Flieger. Meinetwegen reden Sie morgen vom Teufel, wenn Sie spazieren. Nein, von einem Flieger reden wir ja, morgen. Nur von einem Flieger. Ja, nur von einem Flieger. Von einem Schluss Flieger. Jetzt mit dem Thema. Nur von einem Flieger. Ja. Aber weh dem, wenn dann ein Radfahrer kommt. Das ist ein unverschämter Kerl. Thank you.